Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AliroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir Agrabah abgeschlossen, Jafar besiegt und Genie für uns gewonnen. Als Beschwörung. Ja. Ob ich das jetzt so betone, keine Ahnung. Wir haben eine verlorene Seite übrigens gefunden und die setzen wir jetzt mal in das verdammte Buch ein. Wenn ich es finden könnte, da ist es. Verdammt nochmal, hier. Bringen wir es hinter uns. Ich werde übrigens immer mit dieser Stimmung verlorenen Seiten hier angreifen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. So, hier waren wir schon. Wo ist das nächste Weg? Hier. Ein hoher Baum mit summenden Bienen. Hineinschauen? Sicher. Ja, sicher, sicher. Ja, mal kurz gehen. Hello? Is anyone there? What am I to do? I'm all alone. Pooh? Pooh? Where are you? It's me, Piglet. Wir können jetzt einfach gehen, noch eine Angst vor uns. Weiß nicht, ich hätte irgendwas ablassen können, während der Cutscene, aber irgendwie weiß ich nicht. Die Szene war irgendwie so merkwürdig, ich wusste nicht, was ich darauf sagen soll. Hier gibt es keine Truhen, ich krieg die Krise. Einer. Oh, dear. I was just never mind. I'm sorry. Ich ess dich. Don't be scared. You're looking for Pooh, right? You know Pooh. Oh, you see, I have something for him. I have to take it to Pooh right away. Oh, Pooh! Oh, I believe I smell a delicious something. A something like honey. Pooh! Hello, Piglet. How have you been? Oh, I'm so glad to see you. I thought you'd gone away. I brought what you asked for. Thank you, Piglet. Now I can finally have what some that? Honey. Okay, unaufgeblasen, ich weiß, aber egal. I shall hold on to the balloon and fly like a bee up the honey tree, see? But if you take their honey, won't the bees be angry? Oh, was? Hier ist keine Schatztruhe. Ich krieg die Krise. Wenn du diesen Bienen verjagen könntest, dann würde ich ein Häppchen Honig bekommen. Jetzt wäre mein Honig sammeln. Sicher. Ja, jetzt fängt das mit den Minispielen an. Oh, hallo Eule. Hallo Pooh. Was hast du vor? Deinen Ballon Honig holen? Vorzügliche Idee. Oh. Erlaub mir dir ein paar Tipps zu geben. Hättest du nicht irgendwie sagen können, bist du eigentlich Bärbart? Ich dachte, die Eule wäre ja einziges normal. Pooh kann Honig sammeln, wenn er mit dem Ballon in den Baum hinauffliegt. Der Honig ist in den Baumlöchern, nicht in den Bienenstöcken. Ehrlich? Es gibt eine Menge Honig in diesen Löchern. Wenn Pooh ihnen zu nahe kommt, werden die Bienen ihren Honig verteidigen. Wenn die Bienen zu Pooh gelangen, platzt sein Ballon. Halte sie mit einem gezielten Hieb fern. Je mehr Zeit Pooh für jedes Loch hat, desto mehr Honig kann er essen. Es gibt auch mehr Honig in den oberen Löchern.
Wenn das Springen von Ast zu Ast knifflig wird, benutzt das Kommando folgen. Mit Folgen gelangst du schneller zu Pooh. Aber es klappt nicht immer, also viel Glück. Ja, was soll's. Das war schon mal sehr gut. Kann aber was werden. Kann ich nicht Magie einsetzen? Kann ich nicht anzünden irgendwie? Irgendwie viel besser. Ich kann nicht folgen. Ach man. Er hat noch 3 Minuten. Oh. Ja. So meine ich alles, damit dieser fressende Sack hier Honig fressen kann, ey. Das ist die ganze Story während der ganzen Welt. Mann. Ja, geil. Wie soll ich da hochkommen? So. Oh, schneller. Friss schneller. Müsste es doch nicht eigentlich erstmal schwieriger werden? Du immer Honig frisst. Trotzdem trägt der Ballon dich noch, was soll er eigentlich? Zack. Bams. 109 oder 10 oder 11 oder 12. Ich glaube, eine Belohnung kriegt man auch gar nicht hierfür. Aber mal schauen. Sind wir fertig mit Fressen? Das ist eine schöne Aussicht hier. Okay, der Anfang war ein bisschen ruckelig, aber jetzt muss ich einfach nur warten, bis die rauskommen und die schlagen. Geil. Komm schon, 200 schaffen wir noch. Also du. Ich bin einfach nur, bis du hier frisst. Bin ich noch runtergefallen, Mann. It is rather funny what I will do for honey. Jetzt aber fertig. Gut. Amethyst haben wir bekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, es hat eine neue Beschwörung. Ist irgendwie so schwer herauszufinden, immer. Weil man Steine bekommt, die irgendwie neue Beschwörungen geben. Und dann überlege ich noch, wo sind denn noch ein paar Triotechs? Ein grüner Triotech, genau, ich weiß, bei Tarzan gibt es noch einen. So, Amethyst müsste eigentlich ein neues Ding sein, ne? Ja. Gute Fäse, was sicher hat. Boah, krasser Blick. Oh, noch ein Beschwörungsstein. Dann wollen wir es mal lösen. Dann beginnen wir mal. Bibidi Babli Boo. Duff. Bambi kann gerufen werden. Oh, geil. Wenn ihr mehr von den Steinen findet, bringt sie mir. Yay. Aus hier. Ich glaube, in Herkules wird es auch noch eine grüne Triotech. Hier ist auch eine, ja, weiß ich, im Kabin. Man wundert, hat man auch gar nicht richtig erkundet, fällt mir auf.
Ja, mach mal, wenn war, weiß ich. Ja, irgendwie bei so. Ich will, weiß nicht, wie ich das erklären soll, ohne zu spoilern. Uns besser bewegen können, sag ich mal. So. Kaninchenbau. Obwohl, ich hätte eigentlich, egal. Irgendwann erkunden wir mal hier alles. Aber keine Eile. Also beruhigt euch. Da war der war schon hier, geil. Und ein Kamin, ne? Da war auch ein grüner, glaube ich. Und wir haben gewonnen, Elixier. Dann noch schnell hier rein. 20 Minuten schaffen wir ja noch ein paar Sachen. Verpiss euch. Ja, das sag ich doch. Uff. Boah, muss ich ausgerechnet jetzt da umdrehen. So. Und hier haben wir Mithrilerz. Ja. Ich habe irgendwo klappern gehört. Da. Wenn man so ein Klimpern hört, dann und die Gegner was hinterlassen. Wenn ich mich nicht irre, kann man hier auch irgendwie einen Bonusgegner besiegen. Also gucken wir mal. Schon mal hat auch noch hier so einzupacken. Ich brauche ein paar Items zur Itemherstellung. Aber sehr gut, Donald. Also manchmal kann der. So, hier werde ich aber nicht zwei Level dazu bekommen, so wie den anderen Parts. Schade. So, dann gehen wir hier raus wieder. Haben wir, glaube ich, schon alles. In Tarzansfeld haben wir noch einen grünen Triotech. Da gehen wir jetzt auch mal ganz schnell hin. Ja, einfach hin und holen wir den und dann gehen wir wieder raus. Und dann machen wir das Kolosseum, die Arena des Olymps, die Spiele. Ihr wisst schon. Totenbaum, ich glaube, da kann man rein. Ja, kann man auch dieses Minispiel machen, wenn man so Rankenrutschen macht. Ah, lass mal erstmal. Rein in den Totenbaum und ab zur Obertrutsche. Sammeln die leckeren Früchte. Insgesamt erhält man 4 neue Strecken. Weiß hat man alle wegen nützliche Items. Wohl, vielleicht kann man einmal machen. So, da ist eigentlich, glaube ich, direkt hier, ne? Voll versteckt. Plopp. Boah, Mithrilerz. Mammutbaum war richtig. So. Doch Mann. Ich weiß nicht, was man für Items bekommt. Ich glaube, die sind ganz schön nützlich. Ja, lass mal. Wird vertagt. Jetzt machen wir neue Arena des Olymps. Da ist, glaube ich, auch noch ein Grötchen. Grüne Triotech. Schwieriges Wort. Irgendwo bei den Dingen hier bei den Schildern. So, Heroinplatz. Müssen wir jetzt eigentlich schaffen. Ach ja, und hier gibt es ja noch was. Was ich machen kann. So, warte jetzt. Da oder da, warte.
Noch ein Triotech. Muss man gleich mal gucken, wie viele wir schon haben. Ja, schneller gefunden als man denkt. Oh, diese verdammten Mietre, Digga. Ja, Triotechs. Trio-Musikanten. Ha, okay. Ist jetzt nicht, dass die so heißen. So, machen wir mal das. So. Ich habe beide getroffen, willst du mich eigentlich von Arm nehmen? Ja, immer ist das falsch angesiedelt. Bitte aus, ja. Immer ist das Falsche, ne? Boah. Ich bin schon fertig. Immer ist das Falsche anvisiert, Mann. Gibt's einfach nicht. So. Ui. Sanctus-Kugel. So, jetzt will ich mal ausprobieren. Ich die alle wieder anmachen und dann was bekommen dafür. Mache ich jetzt zum ersten Mal. Ich möchte mal gucken. Oder mache ich das überhaupt so? Vielleicht bin das ja auch was. Sehr gut getroffen. Mein Gott. Du sollst das Ding hier anvisieren, ne? Der tut immer erst vollkommen anders. Boah. Dann ist einfach nicht zu fassen. Wahrscheinlich verschwende ich hier voll meine MP, aber egal. Ich mal ausprobieren, ob das klappt, okay? Dann kann man ja Ether kaufen. Schade. Ich dachte, ich hätte was Gutes herausgefunden. So, als ich hier erstmal reingegangen bin, hatte ich doch keine. Obwohl, oder? Hatte ich Potions? Ich glaube ja, ne? Okay, schade, das hat nicht geklappt. Ich dachte, weil das ist auf der linken Seite aufgetaucht, deswegen dachte ich, vielleicht taucht aber auf der rechten Seite auf. Ergo muss ich die Dinger mal anmachen. So, kennst du Regeln, oder? Ja, Phil Cup, zu dritt. Entschuldigung. Müssen wir jetzt eigentlich alles weghauen hier? So, und dann kann man, wenn man das einmal gemacht hat, auch noch mal einzeln versuchen, den Cup zu machen. Da kann ich ja auch mal versuchen, wenn ich genug Zeit habe. So, alle tot. Schade. Jetzt sind alle tot. Wupp. Nein, das war die Macht von Donner. Vom Blitz meine ich. Antromoa. Ja, kann ich keinen Blitz einsetzen. Die alle synchron am Chargen sind. Ah. Gut. Ich habe noch genug Zeit, um das einzeln zu machen. Weil jetzt noch irgendwie in eine neue Welt zu gehen, wird sich nicht lohnen. So, jetzt kümmert euch um die Affen und nicht um die Füße. Gute Rollenverteilung, ne? Aber ich glaube, die Belohnungen sind auch noch halbwegs gut. Wenn ihr einzeln das macht. Und dann gibt es nochmal auf Zeit. Dann werde ich aber bestimmt noch nicht schaffen. Das mache ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich Level 100 bin. Weil dann kann ich hier durchrennen wie nichts. Heal.
Oh Mann. Oh. Nicht chargen, Mann. Oh, du hältst noch neben sich gerade. Und das wo liegt? Die Gecken. Der pennt direkt, ey. Voll lächerlich. Weil erst bevor der Kampf anfängt, wach, dann denkt er sich so, ich penn mal. Boah. Warum fallen mir eigentlich nur jetzt so komische Sachen auf? Das ist doch krank, die Hitmänner. Ich glaube, ich habe nicht meinen ersten Platz erreicht letztes Mal, ne? Hey, ja. Ey. Ich habe beim Runterfallen mir Schaden angerichtet. Ich glaube, hier sind wir nicht mehr weitergekommen, ne? So, nach dem jetzigen nächsten Kampf, meine ich. Doch, na klar. Wir pennen erstmal. Alter. Und wieder von den Stich. Oh Gott. Oh yeah. Ja, wir sind 10 Level höher, als es eigentlich sein sollte. Also irgendwie deinen Körper vergessen. Ey, ich hab doch geblockt. Ich hab's genau gesehen, aua. Ja, hier sind wir letztes Mal draufgegangen, das weiß ich. Versuchen wir halt mal Solo gleich. Dann haben wir noch Zeit. Der erste Kampf ist auch nicht so schwer, das weiß ich. Also erster Platz. Weil wir schneller machen, desto besser sind die Belohnungen auch wahrscheinlich. So länger habe ich was davon. Und der Blödmann, der macht auch nichts anderes außer das hier. Bei der Degradierung vom Boss hier. Der macht Schaden, während der runterfällt. Da ist voll unfair. Boah. Diese blöden Viecher, ne? War gewonnen. Yay! Busch! Für meine Fans. Und Feuerball einfach so in die Zuschauertribüne reingeschossen. Charaktere gucken auch so seelenlos in dem Spiel. Aber egal. Spiel ist auch schon alt. Kraft der Sterne erhalten, die Magie Gravitas erlernt. Bams. Schön, oder? Ich hätte nicht geglaubt, dass ihr es schafft. Nicht schlecht. Phil, du bist stur wie immer. Tu nicht so, als würde es dich nicht freuen. Mein Junge, du hast noch einen langen Weg vor dir. Nächste Runde beginnt bald, da geht's richtig zur Sache. Ja, das war noch Pipifax. Die schwierigen Sachen kommen echt noch. Ja. Dann versuchen wir mal. Mal in 5 Minuten eigentlich schaffen, ne? Sora alleine. Gut. Wird die Kämpfe jetzt eigentlich nur länger machen? Ich habe das Gefühl.
Erstmal ihr weg. Mein Gott. Oh Mann. So schnell verrecken tue ich auf jeden Fall nicht. Sehr schön. Antrumor, ja, jetzt wieder mit diesen Viechern ist es natürlich wieder ein bisschen nerviger. Ich vielleicht doch diesen Paralyseangriff da reinnehmen sollen. Das ging mehrere Gegner so aus wie. Und schon weg. Schön. Bigfoots. Na. Ba. Ah, tut er gerade ausweichen, während ich angreife, ey. Das gibt's doch einfach nicht. So. Ja, doch abgewehrt, was soll denn der Dreck? So. Leck mich. Ha. Ah. Doch ein bisschen länger dauern, hab ich so das Gefühl. Verdammt. Ich muss noch Platz 2 machen, weil ich bin auf Platz 1. Oh, hier ist gar keine Übersicht vorhanden bei den Viechern. Ah. Bei den Viechern ist echt nie eine Übersicht vorhanden. Ich würde da gerne mal Gravitas zeigen, aber das verbraucht glaube ich 2 MP, deswegen lassen wir halt erstmal. Ich brauche jeden einzelnen MP, den ich kriegen kann. Erstmal klein. Ich meine auch erstmal ihre, weil ich ihre Faxen am Anfang. Alter. Gesehen. Mein Gott. Die Gegner hier noch nervig. So. Was? Abgewehrt. Kopfkratz. Jetzt müsste ich wieder am Ende verlieren wie beim letzten Mal. Das wäre es jetzt. Wir sind erstmal ganz gut. Alter, die eine habe ich mit eine Combo ja erledigt, ne? Boah. Ich hab nur Potions, keine Magie. Ether. Aha. Ein Dreck. Er ist noch 2 Kämpfer, aber oder? Nee, verdammt. Part hinauszöger. So, ich brauch mal ein paar MP wieder. Und zack. Ich hätte auch gerne MP hast. Ich mehr MP bekomme. Schnell. Ich bringe hier noch ein Level ab. Wenigstens. Da war nicht. Mein Gott, ich habe ein MP immer noch. Egal. Haben wir auf jeden Fall im Sack hier, hoffentlich. Die Hämmerer.
Letzter Kampf ist sowieso der einfachste. Nur dieses eine Viech. Aua. Okay, Mauken. Au. Ich krieg damit den Abwehr nicht hin. So, jetzt aber. Wollte schon sagen. Du blödes Viech. Was der trifft mich noch einmal. So, auf Nummer sicher gehe. Blöder Käse im Auge, ey. Oh. Oh mein Gott, echt. Du bist doch nicht mal pink am Leuchten. So, meine Güte, das war nervig. So, letzter Kampf. Na, wie sowieso einfach. Macht ja nichts anderes. Ah, komm her, weg bist du. Boah, macht er mich nicht fertig hier. Weder hat sich nicht gelohnt, ne? Ein Level Up habe ich auf jeden Fall bekommen. Ah, die Tradition wurde gebrochen. Combo Plus, sehr gut. Benutze ich nie. Noch mal von vorne? Nein. Okay, 32 Minuten, das ist schon lang genug. Würde ich sagen, schwuppdiwupp. Ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.